Herzlich willkommen zu Folge 34 von der Banner Saga 2. Ich bin's dein Simon. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben in der letzten Folge hier ein Artefakt gekauft. Wir haben jetzt zwei wertvolle Artefakte. Ab Level 10, die beiden. Das heißt, wir sollten jetzt, und das werde ich auch tun, sparen, was Ansehen angeht. Und ich glaube, ich habe trotzdem gesagt, dass ich ein bisschen schlafen möchte, ne? Ich meine, wir können Harkon einsetzen, das ist nicht wild. Aber ich glaube auch, um unsere Moral wieder nach oben zu bringen, so zwei Tage Schlaf schadet nicht. Wir haben ja auch noch ein ganzes Stückchen nach Oberon. Zwar nicht so ewig weit, aber ein bisschen. Lasst uns weiterziehen. Ganz gemütlich. Hinten unterwegs bestimmt auch noch mal ein bisschen was, was wir einsammeln können an Vorräten. Eine Frau zerrt ein junges Mädchen vor dich und eine Menschenmenge. Ah, vor dich und eine Menschenmenge. Hab sie erwischt, wie sie genug Essen gestohlen hat, um einen hungrigen Wal satt zu kriegen, sagt die Frau. Und das war nicht das erste Mal. Das Mädchen kommt dir bekannt vor. Sie gehört zu der kleinen Gruppe, die ihr unterwegs aufgelesen habt. Wir fragen mal, warum hast du gestohlen? Man weiß nie, wann ihr uns wieder loswerden wollt, sagt das Mädchen. Die Leute wollen uns immer loswerden. Ihre Mutter drängt aus der Menge hervor. Dummes Kind, diese Menschen waren gut zu uns, sagt sie. Aber es ist zu spät. Landstreicher, ertönt es zornig aus Reihen der Clanmitglieder. Landstreicher sind Menschen ohne Banner. Sie werden für alle möglichen Untaten verantwortlich gemacht. Meist zu Unrecht, sowohl die Wahl als auch die Clanmitglieder verjagen sie, bevor du auch nur ein Wort mit ihnen gewechselt hast. Du fragst dich, was wohl aus ihnen wird. Ja. Das hätte ich natürlich anders entschieden, aber da hat mir das Spiel jetzt keine Wahl gelassen. Also die Gruppe hat ihnen eigentlich nur recht gegeben zu klauen. Das ist natürlich... Ja. Als hätten wir gerade eine Not und müssen deshalb besonders draus achten. Ne? Wir hätten auch einfach sagen können, hey, alles gut, esst euch satt und weiter geht's. Du duckst dich unter noch mehr Essen und stehst plötzlich auf einer Lichtung eines richtigen Dorfes. Die Leute, die du siehst, flüchten, als du dich ihnen näherst und du hörst nur noch das Wasser und die Vögel. Schließlich nähert sich dir ein Mann, dessen Robe so zerrissen ist, dass es schon fast peinlich ist. Seine Arme sind zerkratzt und blutend steht. Ein Bauer. Willkommen, Freunde. Wir empfangen hier nicht viele Besucher, doch wir heißen euch willkommen. Willkommen. Ist alles in Ordnung hier? Ja, alles ist gut. Ein peinliches Schweigen erfüllt die Luft. Na gut, ich spreche es aus. Du siehst aus, als hättest du gegen einen Bären gekämpft und verloren. Oh, beleidigt ihr immer Leute, die euch einen Platz zum Rasten anbieten? Was ist mit dir geschehen? Fragt Rook. Tägliche Arbeit. Wir haben im Wald viel zu tun. Wenn man nicht aufpasst, ist es sehr gefährlich. Also war es ein Tier? Fragt Ivar. Gestrüpp, sagt der Bauer. Ivar sieht dich skeptisch an, sagt aber nichts. Bitte fühlt euch wie zu Hause, wir haben gutes Essen und einen kräftigen Trunk, genug für alle. Der Mann beginnt fortzugehen. Moment, wie heißt du? Er lächelt wieder. Wir haben hier keinen Namen, wir sind einfach nur...
diesen Worten verschwindet er hinter einem Gebäude. Fernkampfreichweite. Aber wir werden sparen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch oder mysteriös, die Gruppe, die wir da getroffen haben. Oder den Bauern oder wie er auch immer heißen mag. Weiß nicht, ob es uns gut bekommt, hier zu rasten. Aber einmal, was du auch versuchst, du kannst nicht schlafen. Liegt es an den Klängen des alten Waldes? Du setzt dich auf und siehst eine alte Frau, die zum Fenster reinspäht. Sie krächzt wie eine Krähe, dann verschwindet sie. Und trotzdem für die Moral einmal rasten. Es scheint nicht zu gehen hier. Du schläfst unruhig und glaubst den Klang von Metall auf Stein hören. Hören. Als du die Augen aufschlägst, wirst du von Ort geschüttelt. Wir müssen aufbrechen. Die Dorfbewohner sind weg und einige unserer Clanmitglieder sind tot. Draußen siehst du die Körper von der Toten, die in einem Kreis angeordnet wurden. Du hörst das Weinen der Familien, alle sind auf der Hut, während die Toten verbrannt werden. Unmittelbar danach bricht man auf. Das war sehr strange gerade. Wir holen uns mal gute Moral. Können wir was im Training machen? Ja, hier sind wir wirklich durch, glaube ich. Was Training angeht mit der Gruppe. Dann weiter geht's. Wir haben die Moral wieder auf hoch. Weil sie angegriffen werden. Die Karawane macht Halt. Vor euch steht ein einzelner Krak. Wir haben euch beobachtet. Das ist euch wohl nicht entgangen, sagte er. Alle Clanmitglieder halten die Augen offen und warten auf eine Attacke. Nicht schlecht für Nordleute, sagte er. Nicht überragend, aber auch nicht übel. Was? Egal. Wir lassen euch jetzt in Frieden. Mit diesen Worten dreht er sich um und geht langsam davon. Seine Umrisse verschwimmen. Die Kundschafter bestätigen, dass nun niemand mehr der Karawane folgt. Aber was hat es mit dem Krak auf sich? Aber trotz allem gut, dass wir nicht nur verfolgt werden. Wir haben nur sehr wenig Clanmitglieder mittlerweile. Das seltsame Dorf hat alle nervös gemacht. Du siehst dich ständig nach Verfolgern um und vergisst dabei darauf zu achten, was vor euch liegt. Ein kurzes Blätterrascheln und das Geräusch zerbrechender Zweige sind die einzige Vorwarnung, bevor die Kraxmeister und ihre Bären angreifen. Okay. Ich meine, wir haben 8, 17 Stärke mit Ivor. Ich glaube, da nehme ich immer noch Ivor mit. Ich nehme einmal Rook mit. Hakon heben wir uns auf, falls einer von den beiden komplett ausfällt. Ich glaube, wir nehmen Ott mit. Ich habe wieder so ein bisschen, dass ich
eigentlich fast eine feste Gruppe hat. Das stört mich tatsächlich eigentlich ein bisschen, aber. Sei es drum. Also ich glaube, wir können hier reinziehen und Rundumschlag machen, vielleicht mit Eiber. Aber wo sind jetzt die Bären? Die beiden sind am stärksten. Okay, es reicht nicht. Ich glaube trotzdem hier vorgehen. Und die 11 Schaden anrichten. Ja, da braucht man nicht die zweite Stufe nehmen. Ich da eigentlich nicht reinlaufen. Denn die beiden haben jetzt schon mal gut gelitten. Wir gehen hier vor und greifen den Gegner an hier. Sechs Rüstung weg. Es sind super viele Fernkampfeinheiten halten, die. Machen uns tatsächlich ganz schön zu schaffen. Die gehen alle immer auf Eiver jetzt. Das ist eigentlich nicht wirklich zu retten, fürchte ich. Wir fangen hier an. Oh, ich kann nirgendwo Schaden machen. Holy shit. Das sind wir vorne.
Enden wir das einmal. Soll ich tatsächlich dahinter rennen und bei dem Gegner nochmal sehr viel Schaden an der Rüstung machen? Ivar ist eh schon down, das wird er eh nicht überleben, leider. Das war eine dumme Idee hier. Jetzt stehe ich mir permanent das selbst im Weg mit den Leuten. Sechs Stärkeschaden. Kann ich ganz gerne hier rangehen. Wenn ich dann ein bisschen offen stehe. Aber das machen wir mal. Wir haben schon einige angeschlagen. Hier stärke Schaden weg. Gehen wir einfach hier sehr offensiv rein. Sind alle angeschlagen. Haben ja auch noch 5 Stärke Schaden. Wir haben jetzt eigentlich ganz gutes Spiel. Das wird da 70%. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass zu viel Rüstung am Start noch. Trotz allem solle das hinhauen, wenn da keine Verstärkung mehr kommt. Ich habe ein bisschen Schiss davor,
dass irgendwo noch Bären auftauchen. Machen wir hier nochmal 5 Rüstungspunkte weg. Ich glaube, ich hätte eher Stärke Schaden machen sollen, aber. Jetzt ist es schon so gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Ansehenspunkte, die wir haben. Und nur Eiwa haben wir verloren. Was wieder ein bisschen blöd ist. Aber dann können wir jetzt tatsächlich schauen, ob wir minus 8. Also, ob wir jetzt minus 8 Stärkepunkte haben oder wieder minus 6. Dann wissen wir auch ein für alle Mal, ob sich die Verletzungen summieren oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, war das eine ganz erfolgreiche Geschichte. Zwanzig Ansehen haben wir jetzt. Und an der Stelle beenden wir die Folge. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, lasst euch gut genau da rein. Ciao, ciao!